Diese Leistung von Mick Schumacher war einfach nur unfassbar gut. Beim diesjährigen Race of Champions schaffte es Mick Schumacher nach Siegen gegen Rosenqvist, Torbay, Drogovic und Sebastian Vettel bis ins Finale und unterlag dort nur Matthias Ekström. Und der ist eben nicht nur zweimaliger DTM-Champion, sondern auch Rallycross-Weltmeister und hatte nur gute Worte für Mick übrig. He is such a huge talent and I think his time is ahead of him, so look forward to some other battles and I know it won't take long before I get beaten, but from you I would have no problem to finish second. Aber kein Wunder, denn